ich bei einem Freund übernachten? Bei jemand übernachten? Bei wem willst du denn diesmal übernachten? Du warst doch schon bei all deinen Freunden. Einmal. Ja! Übernachten? Bist du sicher, Henry? Wer hat dich denn eingeladen, bei sich zu übernachten? Nicky. Der ist neu hier. Aber ich dachte, Nicky magst du nicht. Naja, er ist nur ein bisschen komisch. Der Kuchen wird gebracht und die Amseln singen laut. Oh, welch ein wunderbares Mahl den König da erbaut. Cool. Darf ich? Bitte. Ach, von mir aus. Ja! Stell aber ja nichts Schreckliches an. Nein, Mama, bestimmt nicht. Ich stell was ganz, ganz Schreckliches an. Denn Nickys Eltern erlauben ihm einfach alles. Sind auch alle Kinder im Bett? Denn jetzt ist es wieder Zeit für unseren Mitternachts-Horror-Gruselschocker. Das wird bestimmt lässig. Also, Henry, ich möchte, dass du dich von deiner besten Seite zeigst. Ich wünsche keinen mitternächtlichen Anruf wie das letzte Mal oder das Mal davor. Holen Sie bitte Ihren Sohn ab! 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 Und das Mal davor! Und das Mal davor! Und das Mal... Ja, schon gut, Papa. Ich hab's ja kapiert. Tadelloses Benehmen. Ich mein's ernst. Ich will keinen Anruf von Nickys Eltern, weil ich dich wieder abholen soll. Come. Buongiorno. Ich bin Henry. Oh, willkommen, Henry. Willkommen, Henry. Willkommen, Henry. Wohnt Nicky hier? Wo sonst? Brav, Jungs, brav. Oh, lass dich nicht von unseren Babys stören. Nicky! Mein kleiner Freund ist da! Auch nicht von meiner Gemahlin. Sie wärmt sich nur fürs monatliche Opernkaraoke auf. Da bist du ja, Henry. Beachte sie einfach nicht. Sie denken, sie wären cool. Cool! Deine Eltern sind ganz schön, laut. Ja, sie haben da so ihre eigene Lebensvorstellung. Um wie viel Uhr müssen wir ins Bett? Na, wann wir wollen. Ich mach meine eigenen Regeln. Cool, nicht wahr? Obercool. Da hast du ganz schön Glück. Ja, außer dass es langweilig ist, die eigenen Regeln zu brechen. Und das ist meine kleine Schwester, Lilly. Ich hab dich lieb, Henry. Igitt! Du bist der Erste, der bei mir übernachtet. Also, was sollen wir jetzt machen? Wir könnten die Küche plündern. Oh, das klingt gut. Mit was sollen wir anfangen? Wo versteckt deine Mama die Kekse? Hier, fang! Aber so ist das irgendwie kein richtiges Plündern. Oh, soll ich sie irgendwo verstecken? Rigoletto, gib das sofort wieder her. Tut mir leid, Henry. Vielleicht später. Lass uns lieber irgendwas anderes machen.
lustig. Ja, cool, oder? So, die Aliens haben deine Hausaufgaben mitgenommen, Henry. Ja, das stimmt. Ehrlich. Warum sagst du uns nicht, was wirklich mit deinen Hausaufgaben passiert ist, Henry? Na gut, die Katze hat sie gefressen. Schluss jetzt. Ruhe. Eure Hausaufgabe für morgen ist, ein Tagebuch zu führen. Tagebuch führen? Ja, darin beschreibt ihr den gesamten Tagesablauf. Einen ganzen Tagesablauf? Ja, das wird ja wohl nicht so schwer sein. Und wir freuen uns schon alle sehr darauf, wenn du uns deinen Tagebucheintrag vorliest, Henry. Ich muss ihn vorlesen? Vor der ganzen Klasse? Nein! Wieso kriegt man die Computerspiele spielen oder Fernsehen als Hausaufgabe auf? Jetzt lass das, Mieze! Ich mein's ernst, Mieze. Das macht Raffzahn nervös. Hau ab, du Flohschleuder. Sei nicht so gemein, Henry. Aber... Und mach endlich deine Hausaufgaben, oder? Du weißt schon. Oder ich darf nicht mehr Fernsehen, krieg keine Kartoffelchips, darf einen Monat nicht an den Computer und bekomme auch kein Taschengeld. Ach, das ist sowas von ungerecht. Aber jetzt kann ich allen mal erzählen, wie ungerecht mein Leben wirklich ist. 7.30 Uhr morgens. Der Wecker klingelt. Mir doch egal. 8.03 Uhr. Papa lässt seinen üblichen Spruch los. Raus aus den Federn, Henry. Die Schule ruft. Mir doch egal. In die Schule gehe ich auf keinen Fall. 8.04 Uhr. Mama kommt ins Zimmer und schimpft rum. Zum letzten Mal, Henry, würdest du jetzt bitte endlich aufstehen? Wegen dir kommen wir alle zu spät und diesmal bist du wirklich schuld. Es ist immer das Gleiche mit dir, Henry. Das ist uns gegenüber nicht fair. Ich verstecke mich unter der Decke und tu so, als wäre es ein schlechter Traum. Steh auf, Henry, sofort! Uhr 11. Peter kommt rein und sagt, ich komme zu spät zur Schule, wenn ich jetzt nicht aufstehe. Du kommst zu spät zur Schule, wenn du jetzt nicht aufstehst. Sei nicht so gemein, Henry. Kinder zu zwingen, ganz früh aufzustehen, um in die Schule zu gehen, ist gemein. Zieh dich jetzt endlich an! Ich zieh mich super schnell an. Da ist er! Ich sehe ihn! Ich sehe den Teich! Hier ist eine Abkürzung! Los, kommt! Ich wusste, dass ihm unser Ausflug gefallen würde. Frere Jacke, Frere Jacke, Dome. Ach, jetzt trödeln sie wieder. War ja klar. Gut, dass ich zurückgegangen bin. Ich verpasse Rapper Zappa. Wie kriege ich sie nur dazu, dass sie schneller gehen? Oh, alles klar. Na los, komm schon! Das ist keine Kuh, oder, Schatz? Nein, das ist ein Stier. Oh je. Ach du Schreck. Na los, Mama. Na los, Papa. Schneller, schneller. Beeil dich, Papa. Beeil dich. Das war klasse. Und der Teich ist gleich da unten. Oh, wir hätten nicht die Abkürzung nehmen sollen. Zäune haben immer ihren Grund.
Ich hab dir doch gesagt, auf dem Land ist es gefährlich. Nee, 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 nee. Henry, lass das. Du machst ihn nur wütend. Na und? Er ist doch eingesperrt. Oh je. Wir müssen schleunigst hier weg. Da lang. Wieder heimgehen? Oh, du hast dich ja richtig erkältet, Henry. Du bleibst schön da sitzen und ruhst dich aus. Ja, Mama. Das nächste Mal gehen wir lieber wieder in den Park. Jetzt sind meine Gummistiefel ganz dreckig. Dann darfst du sie eben draußen nicht mehr anziehen. Und jetzt habe ich immer noch nichts für meinen Biologieunterricht. Wie wär's denn damit? Nein, tu den weg! Und hier kannst du noch ein bisschen Wasser vom Teich für ihn haben. Nein! Gleich seht ihr eine weitere Folge von Rapper Zappa. Ja! Los, Rapper Zappa! It's so easy being me, I'm Harlan Henry. Henry, du solltest doch längst oben sein. Aber ich will Herrn und Frau Dumm auch kennenlernen. Chips. Wie reizend. Stumm, nicht dumm. Aber du nennst sie doch auch immer so, oder Mama? Peter, hol Frau Stumm was zu trinken. Wird gemacht, Mama. Wollen Sie mich etwa vergiften? Oje. Kommen Sie, Frau Stumm, ich zeige Ihnen, wo Sie sich frisch machen können. Und Jungs, ihr geht ins Bett. Machen wir, Mama. Gute Nacht, Herr Stumm. Ich hoffe, Frau Stumm geht es schnell wieder besser. Ekelchips, stimmt's? Die habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Du traust dich bestimmt nicht. Mir so rausgerutscht. Und außerdem solltest du längst im Bett sein. Oh, wie schade. Peter hat uns ja schon was vorgeführt. Aber wie wär's mit Henry? Du kannst bestimmt auch was, Henry. Na klar, ich kann Karate. Hi-ya! Oh. Sehr gut, Henry. Aber ich bin auch nicht schlecht in einem Kampfsport. Stummikido. Jetzt wird's aber Zeit fürs Bett, Henry. Ich brauche deine Hilfe. Mieze! Ich dachte, du bist im Bett.
Ich wollte Herrn und Frau Stumm noch gute Nacht sagen. Oh, danke, Henry. Der Lachs! Komm mit, Herkules! Wir gehen! Herr Stumm, ich entschuldige mich für unseren Sohn. Bitte feuern Sie mich deshalb nicht. Sie feuern? Wieso sollte ich das tun? Ich habe mich amüsiert. Aber... Die meisten Einladungen sind sowas von langweilig, aber der heutige Abend war alles andere als das. Vielleicht wollen Sie Frau Stumm noch gute Nacht sagen. Ja, natürlich. Frau Stumm, möchten Sie nicht wenigstens noch für die Mousse Schokolade bleiben? Keine Sorge, mein Freund. Als ich so alt war wie du, hat man mich den rasenden Reginald genannt. Wirklich? Man wird dich dafür bestrafen. Ja. Ja, mich auch. Du bist gut, Henry. Aber als ich älter wurde, habe ich gelernt, es gibt immer einen, der besser ist. Niemand ist besser als Henry der Schreckliche. Beeil dich, Martin. Ich will zum Karate nicht zu spät kommen. Was meinst du, lernen wir diese Woche? Keine Ahnung. Kinder, ihr tanzt so grazil wie ein Baiser, ein Soufflé wie ein Kartoffelsack. Also wirklich, Henry. Ich habe eine Überraschung, Kinder. Eure harte Arbeit soll belohnt werden. Wir wurden gebeten, eine Aufführung vor der ganzen Schule zu machen. Sie meinen, die ganze Schule wird mich tanzen sehen? Mit denen? Ja, ist das nicht wundervoll? Strecken und beugen und strecken. Ich werde die schönste Wolke aller Zeiten sein. Ich will aber kein Regentropfen sein. Ich will bei der blöden Aufführung überhaupt nicht mitmachen. Red keinen Unsinn, Henry. Du tanzt doch ganz gerne. Du tanzt den ganzen Tag im Haus rum. Das ist nicht dasselbe. Außerdem will ich viel lieber in den Karatekurs gehen. Fang nicht wieder damit an, Henry. Du machst Ballett. Punkt aus. Aber in Karate bin ich gut. Und Ballett kann ich überhaupt nicht. Madame Tutu sagt, du musst mehr üben, Henry. Sonst siehst du beim Tanzen aus wie ein Elefant. Sei nicht so gemein, Henry. Kann ich nicht in Karate gehen, Mama? Zum letzten Mal nein, Henry. Und jetzt probier dein Kostüm an. Ein Regentropfen? Du musst als Regentropfen rumhüpfen? Ja. Das sieht bestimmt witzig aus. Tröpfchen, Tröpfchen. Meinst du, dass mich dann alle auslachen, Bert? Die machen sich vor Lachen alle in die Hose. Naja, aber es könnte schlimmer sein. Stell dir vor, du wärst eine Pfütze. Ich muss mir dringend was einfallen lassen. Schau mal. Linda! Ich möchte viel lieber was anderes sein. Ich auch. Die Blume ruiniert mir die Frisur. Und eins und zwei und drei. Guten Tag, meine lieben Schüler.